Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ich habe hier die Maike von Travel Tiger hier und wir haben heute ein tolles Produkt, also was ich finde ein tolles Produkt, und du wirst uns ein bisschen was dazu erzählen, hoffe ich. Also ich werde dir mal ein paar Fragen stellen und ich würde sagen erstmal hallo. Hallo. Wollen wir gleich zum Produkt mal übergehen? Was habt ihr entwickelt? Und zwar, ich habe gesehen, ihr habt jetzt hier einen standardmäßigen Caddy hier. Genau. Und was ist das Besondere hier jetzt dabei? Genau, das ist unser Campingbett Schlofe. Das ist für Hochdachkombis, also nicht nur für den Caddy, sondern auch für den Kangoo, den Belengo, die Dacias. Findet man auch alle hier nochmal, die Fahrzeuge. Da haben wir hier eine Kompatibilitätsliste, würde ich sagen, oder? Richtig, hast du das? Genau. So ist es, könnte man sagen, ne? Genau. Ja. Und das ist halt eben das Besondere, dass wir einfach in all diese Fahrzeuge reinpassen mit nur einem Produkt. Das ist natürlich das Schöne, wenn man mal sein Fahrzeug wechselt oder das Bett verkaufen will oder sein einfach was Neues haben will. Und aber man müsste halt gucken, dass es schon in die Richtung dieser Fahrzeuge dann geht. Das genau, ist schon wir sind dann, natürlich mit der Breite und der Länge dann auf die Ausstattung von den Fahrzeugen angewiesen. Ja. Aber größer geht natürlich immer, also ein größeres Auto, wo mehr Platz ist. Und dann können wir auch einmal zum Produkt rüberkommen. Genau, das sollten wir nochmal machen. Ja. Also man sieht auch genau, dass der Innenraum halt optimal genutzt wird von dem Caddy. Wir haben jetzt hier ein Bett, das 1,10 Meter breit ist und 2 Meter lang. Also man kann locker auch zu zweit drin schlafen. Und das Besondere ist einmal, dass das Bett nicht fest verbaut ist und auch nicht von der Rückbank getragen wird. Also es ist komplett freistehend. Das heißt, man kann es zum Beispiel auch als Gästebett zu Hause nutzen. Ah, okay, das ist gut. Und man braucht gar kein Werkzeug. Also das kann einfach jeder oder jede, weil es ist einfach so, nur Flügelschrauben. Das ist das Komplizierteste, was man machen muss, ist eine Flügelschraube zu öffnen und zu schließen. Und dadurch, dass es ein echtes Leichtgewicht ist, mit nur 15 Kilo, kann man das auch als Einzelperson super easy rein- und rausheben. Und darunter haben wir gesehen Euroboxen, das heißt, um Wäsche und so weiter mitzuschleppen oder Dinge, Lebensmittel, das ist ja klasse. Es ist halt sehr dunkel, aber man hat richtig viel Stauraum, weil man bis zur Rückbank halt noch Stauraum hat einfach. Und da die Rückbank ja nicht notwendig ist, könnte ich sie auch rausnehmen und hätte noch mehr Stauraum einfach. Kannst du uns sagen, wie schnell das aufgebaut ist? Also beim allerersten Mal würde ich sagen so 10 Minuten. Ich schaffe es mittlerweile in unter 5. Okay, aber 10 Minuten ist also total super. Also alles gut. Ja, das ist vor klasse. Allem, wenn man es halt alleine machen kann. Also alleine unter 10 Minuten ist halt top, weil dann ist halt auch diese Hürde, mal eben spontan campen zu fahren, viel geringer. Und das war uns halt total wichtig zu sagen, hey, wir wollen, dass die Leute spontan in den Urlaub fahren, mal eben spontan ein Wochenende wegfahren. Und dann geht es halt natürlich besser, wenn du ein leichtes Produkt hast, was auch schnell aufzubauen ist. Und so ist es halt super easy dann, mal eben schnell rein und los geht's. Und daher auch der Multi-Use, also es ist ja immer das Problem bei großen Campingboxen, dass du ja immer dann dieses, okay, ich muss es erst wieder aus dem Keller ins Auto holen, da brauche ich mindestens 2 Personen, so kann ich es allein machen. Was wiegt das dann? 15 Kilo das Gestell und jedes Matratzenteil 5, also die Matratze ist halt auch 5-teilig, damit man es auch leichter reinlegen kann. Die sind ja einzeln, das heißt, du kannst das Gestell extra nehmen, einsetzen, aufbauen und dann packst du die Matratze drauf. Ich habe gesehen, ihr habt ein Modell, wollen wir da mal kurz hingucken? Ja, können wir mal gern rübergehen. Dann stehen wir an dem, ich sag mal, Testobjekt hier. Ich würde sagen, du zeigst mir einfach mal, wie einfach das aufgebaut werden kann. Genau, würde ich sagen, oder? Jetzt haben wir hier natürlich die Matratze drauf gestapelt komplett. Die werden natürlich dann runter, wenn man es aufbaut. Okay, aber gut. So kann man auch ganz gut sehen, dass halt jedes Matratzenteil auch ein eigenes Lattenrost hat. Das ist dran geklettet, also die Bezüge sind auch waschbar. Oh, super. Und die 5 Teile werden dann auch über ein Klett miteinander verbunden. Ah, okay. Und auch hier halt das Schöne, weil bei so einem kleinen Auto, ich kann ja nicht einfach so einen Rolllattenrost da reinwerfen und hoffen, dass ich das Gestell treffe. Deswegen haben wir uns entschieden, das zu zerschneiden und zu sagen, dann legst du halt von hinten 2 Teile drauf, von den Seiten nochmal 3. Ist auch wieder viel einfacher für den Transport, weil eine Matratze ist auch einfach schwer, wenn man die rumtragen muss. Also geht dieses Lattenrost sozusagen in wahrscheinlich die Schienen rein, aber das werden wir wahrscheinlich sehen. Genau, man legt es dann so auf den Schienen. Ja. Genau, so. Jetzt müssen wir mal alles runterräumen. Soll ich dir irgendwas helfen? Ja, gerne auch mal 2, 3 Teile mit runternehmen. So. Stelle ich die auch, glaube ich, noch mal einmal kurz hierher. Genau, das System funktioniert auf beiden Seiten gleich. Also wenn es jetzt im Kofferraum drinstehen würde, wäre das jetzt wirklich so. Das ist die Seite, die mich anschaut vom Kofferraum. Ja. Und dann haben wir eigentlich immer Arme, die man öffnet und eine Schublade, die man bewegt. Also ich öffne die beiden Arme.
und ziehe dann die Schublade vor, bis sie hörbar einrastet. Da haben wir auch gemerkt, das ist total wichtig, okay, dass man es hören muss, das Geräusch. Man denkt sich erst, eigentlich sollte man sowas wegmachen, aber wir haben in ganz vielen Tests, die wir mit Camperinnen gemacht haben, halt gemerkt, so, die müssen das wirklich hören, sonst probieren die da noch ewig rum. Okay, verstehe. Genau, und dann braucht man natürlich noch Beine, damit es stabil steht, und dafür haben wir in der Mittelkonsole Stauraum geschaffen. Super, also schön den Schaumstoff sozusagen. Genau. Das ist ja klasse. Und hier sind eigentlich alle Teile drin, die man sonst noch so braucht. Okay. Genau, die Mittelkonsole ist gleichzeitig auch das Stabilisierungsblech, um die lange Seite stabil zu halten. Mhm. Also jedes Teil wird halt optimal genutzt. Und auch hier nehme ich dann einfach die Beine raus und sehe auch hier, ich brauche wieder kein Werkzeug, sondern löse einfach nur eine Flügelschraube. Und dann steckst du das wahrscheinlich genau, hier rein. Genau, und steck Träger das hier ein. Rein. So. Jetzt hier Show-Effekt. Alles gut. So, schieb's rein, mach das fest. Dreh die Schraube das ist fest. Ja super einfach. Und dann kann ich noch die Höhe verstellen. Also die Höhe brauchst du dann, wenn du verschiedene Fahrzeuge hast. Genau, dann kann ich, oder wenn ich es auch unterschiedlich hoch aufbauen will. Beim Caddy ist zum Beispiel so, da ist der Fußraum viel tiefer, da muss ich es auf einer der Seiten die Beine die komplett ausfahren, den Kofferraum so lassen. Okay, und ich kann auch den Fuß auch noch rausdrehen, also ich habe hier echt noch Spielraum einfach bis 60 cm Höhe. Und so funktioniert die andere Seite dann auch. Und dann kommen die Lattenroster einfach hier rauf. Genau, es wird dann einfach im Endeffekt darauf gelegt, dann, wenn wir jetzt mal einen Teil nehmen. Ja, ja. Das ist dann einfach hier mit der Führungsschiene, legt man ganz easy drauf und dann so. Genau, und dann klasse. Liegt es und dann ist das Bett auch bis 250 Kilo belastbar. Also man das heißt kann mit zwei Personen, nein, ja doch, doch das geht easy. Ganz gut. Also man hat ja, ja eh nur begrenzt Platz, 1,10 Meter, das ist, muss man schon gucken, aber das Auto gibt halt wirklich einfach nicht mehr her. Ja. Und so ist der Platz einfach optimal genutzt auf allen Seiten. Prima. Und dann ist es halt mega fix aufgebaut. Toll, also ich bin begeistert auf jeden Fall und von der Seite her geht es ja dann vorne, hast du längere Beine, sehe ich gerade, weil das, genau. Ist, das ist dann sozusagen für... Genau, das ist hinterm Sitz des Fahrers und Beifahrers. Genau, das ist jetzt beim Caddy halt der Fall. Beim Berlingo ist zum Beispiel anders, da ist der Boden ebenerdig. Und beim Caddy ist halt so hier der Fußraum sehr tief, genau. Ja, okay, gut. Und dann ist hier dieses Stabilisierungsblech, was ich halt vorne brauche, weil man natürlich in das Auto auch immer von der Seite einsteigt. Und dann habe ich immer eine seitliche Belastung, deswegen haben wir nochmal ein Blech verspannt, um einfach zu sagen, so hey, so steht es auf jeden Fall super sicher. Mhm. Und halt eben dieses... Echtholzlattenrost, weil man halt so komisch reinklettert. Man hat immer punktuellen Druck auf das Holz. Da muss das stabil genau, sein. Genau, da muss es super stabil sein. Wir haben ganz viele Lattenroste durchgebrochen, um zu gucken, wann finden wir das Richtige, welches passt perfekt. Das ist gut. Genau. Das ist prima. Jetzt beim kurzen Caddy ist es halt so, jetzt kann ich natürlich nicht weiterfahren, weil ich die Sitze nach vorne gestellt habe. Okay. Bitte nicht so fahren. Aber du hast wahrscheinlich ein Stückchen, was du wieder reinschieben kannst? Genau, ich kann das Bett auch nur halb abbauen, praktisch bis hinter die Rückbank. Ja. Dann kann ich die Rückbank wieder nutzen, die Sitze vorne wieder und kann einfach weiterfahren und muss gar nicht das ganze Bett wieder einklappen. Okay, prima, super. Genau. Die wichtigste Frage haben wir natürlich vergessen. Maike, was kostet der ganze Spaß? Ja, das Bett mit allem, also Matratze, Lattenrost und Lieferung, kostet 1.699. Jetzt während der Messe gibt es 300 Euro Rabatt. Das Coole ist halt einfach dabei, dass man sein Alltagsfahrzeug nicht verliert. Also das muss man immer im Hinterkopf behalten. Wir machen ja keine fixen Umbauten, wir bohren nirgendwo rein, wir machen nichts kaputt am Fahrzeug, sondern es wird reingestellt. Man kann das Fahrzeug immer noch im Alltag nutzen. Das heißt, man braucht nur ein Fahrzeug für beides, fürs Campen und für den Alltag. Also ich kann immer noch meine Kinder zum Fußball fahren oder zu Ikea fahren und Sachen einladen. Ich kann aber auch am Wochenende campen fahren. Also perfekt der Spruch, mach dein Auto zum Camper. Prima, tolles Produkt. Vielen Dank, danke, Maike. Danke euch. Maike hat uns Travel Tiger hier mal sehr, sehr gut vorgestellt. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und ja, ansonsten bleibt uns jetzt nichts anderes zu sagen. Eher gesagt mir, Marcel ist hinter der Kamera. Als bleibt uns gewogen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Tschüss.